Ich will mir Videos zur Apple Vision Pro anschauen. Oh mein Gott, was ist das denn? Konnte man die schon in Deutschland auch kaufen? Hey, ihr Brillen nur von Klos kennenden Langzeit-Assis. Es ist soweit. Apple hat nun finally die Vision Pro auf den Markt gebracht. Zumindest in den USA. Deswegen habe ich auf eigene Faust alles in Deutschland aufgegeben und verkauft und bin kurzerhand in die Staaten ausgewandert. Immerhin soll das hier ja das Ding sein. Der Heilsbringer der Würde. Das von Cassie Neistat ist auch geil mit der Brille. Oh, das habe ich sogar. Ich glaube, Adi hatte gemeint, dass sie das anschauen soll. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Guter Vorschlag. Warte, das kommt, machen wir direkt auch noch auf. Apple hat mit diesem Ausflug nichts zu tun. Also werde ich euch alles nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich gnadenlos realistisch vor die Füße klatschen. Also, direkt nach der Shoppingtour fällt auf, warum zum Fick so eine große Box? Es könnte eigentlich alles so viel kompakter sein. Die Brille wird unsere Welt sowas von killen. Ich denke, die ist einfach viel zu teuer, dass sich Leute die kaufen, I guess. Also, das wird sich niemals etablieren mit so einem Preis, oder? Beim ersten Mal in die Hand nehmen, merkt ihr sofort, dass sich alles nach viel Geld anfühlt. Ganz langweilig angefangen mit dem etwa 3200 mAh Akku. Das Case ist komplett aus Alu. Das andockbare Stromkabel hat so einen gewebten Kabelmantel, also ohne das typisch klebrig steife Gummi drumherum, fühlt sich selbst sowas wirklich nice an. Genauso wie das USB-C-Ladekabel und das Dual-Loop-Band. Apple hat hier sowas von deren Erfahrung mit Apple Watch-Armbändern gespielt, weil das Ding ein Apple Watch-Armband auf Crack ist. Es geht aber noch weiter mit den Materialien an der Brille selbst. Also das große Kopfband ist aus Stoff, das sich erschreckend flauschig anfühlt. Mit einem Rädchen an der Seite kann dank der orangenen Akzentfäden das Band straffer oder schlaffer gemacht werden. Aber selbst die vordere Abdeckung der Brille fühlt sich wie ultra gemütliche Hausschlappen von Oma an. Richtig nice. Deswegen weird, dass dieses labbrige Stück Stoff an der Nase so rausfällt. Das wirkt maximal falsch. Genauso falsch wie dieses Light Seal, also sozusagen der Abstandshalter mit gummiwurmähnlichen Kissen zwischen Brille und eurem Kopf. Ihr müsst wirklich aufpassen, nicht daneben zu greifen, sonst fällt euch die Brille mal beim Auspacken einfach aus der Hand. Auch und falls ihr euch jetzt schon fragt, wie es so um die Zeiss-Linsen steht, weil ich eine Brille trage und so, kann ich nichts zu sagen. Ich habe mir für diesen Fall nämlich Kontaktlinsen besorgt, weil für eine Brille hier wirklich absolut kein Platz ist. Ach, scheiße. Guck mal, damit ist das Ding für mich schon raus. Dass sie da keine Brille mehr benutzen kann, ist doch schon scheiße. Das Gewicht insgesamt ist gar nicht so wild. Selbst mit dem Flausche-Kopfband sitzt die Vision Pro zumindest bei mir nicht nur gemütlich, sondern auch recht stabil am Kopf. Mit dem Dual-Loop-Band kann ich es jedoch noch etwas genauer an meine Kopfform anpassen. Also kannst ja diese Zeiss-Linsen dann holen. Aber es gibt so Einsätze quasi, tue ich dann rein und dann ist da Stärke in den Brillen mit drin oder wie? Kostet 400 Euro. Ist ja nix. Das ist ja umsonst, Leute. Kein Bock, wenn mein Busfahrer mit dem Ding fährt. Ist das legal, mit so einem Ding auf dem Kopf zu fahren? Oder so für lange Autofahrten einfach irgendwie so einen Film irgendwie rechts oben rein? Gibt schon einen Clip, wo man Tesla-Fahrer mit dem Ding sieht? Also ich denke, viele TikToks und viele Clips sind einfach nur geisteskrank gestellt. Ist alles fake, weil das Tracking im Auto und U-Bahn versagt und alles wegfliegt. Ah. Man kann sie gar nicht in Bewegung nutzen, die sind alle gestellt. Gepowert wird all der Spaß von zwei Prozessoren. Dem M2, den ihr schon aus anderen Apple-Geräten kennt, und dem R1. Ein Chip, der sich nur um die Kameras und Sensoren kümmert. Was ich an Apple geil finde, ist, dass sie ihre eigenen Chips machen. Ich finde das irgendwie cool. Kein Wunder, dass sich irgendein armer Sachbearbeiter hier um 5000 Patente kümmern musste. Nur leider konnte ich bisher nichts dazu finden, wie dieses EyeSight, also diese Anzeige auf der Vorderseite, genau funktioniert. Aber spätestens iFixit wird's beim Auseinanderschrauben wissen. Naja, jetzt habt ihr also so ein Ungetüm bei euch und fragt euch, was ihr damit machen könnt. Außer bei Instagram Stories oder mit TikToks damit anzugeben. Also gehen wir doch mal die übliche Pauschal-Checkliste durch. Phobien. Also solche Brillen bringen uns in Zukunft Dinge wie beispielsweise Phobiebewältigung? Ja, bestimmt. Denn das Thema... Wow, for real? Das wäre krass, Alter. Das würde mich fertig machen. Zugewinne in der Industrie. Was weiß ich, Automobil, Handwerk oder auch Medizin. Also sowas wie Operationen üben oder an Dingen herumwerkeln, ohne dass irgendwas explodiert oder jemand stirbt, dadurch vielleicht auch Wissen vermitteln, anstatt durch Bücher zu blättern oder Bildung an Orte bringen, wo es sonst nicht so einfach ist. Und was haben wir noch auf der Checkliste? Oh, ach ja, Gamifizierung von alltäglichen Dingen. Haushalt zum Beispiel. Ich meine, es gibt jetzt schon Demos von Apps zum Staubsaugen. Oh, das ist cool. Ich würde mehr Haushalt machen, aber auch nur 5 Tage lang, dann wäre es mir langweilig und ich würde das in die Ecke stellen und nie wieder benutzen. Tatsächlich eine VR-Brille, glaube ich. Man muss ja für diese Game-VR-Brillen, muss man ja diese Sensoren im Haus links und rechts platzieren und ab und zu habe ich die gesehen und mich dann dran erinnert. Also ganz salopp gesagt, ihr setzt euch das Ding auf, guckt, was ihr auswählen wollt mit den Augen und nicht mit dem Kopf an und drückt dann einmal Zeigefinger und Daumen zusammen, um es anzuklicken. Drückt ihr die Crown, wird euch sozusagen der Vision OS Desktop gezeigt. Und dreht ihr die Crown, bestimmt ihr beispielsweise das Level an Immersion. Drückt ihr den Knopf gegenüber, könnt ihr entweder Aufnahmen schießen oder Käufe tätigen. Kaufen, kaufen, kaufen. Konsum, Konsum, Konsum. Ich muss schon sagen, von außen sieht diese Handbewegung zum Tappen bzw. Klicken irgendwie aus, als würdet ihr an Nippeln spielen.
spielen. Ich meine natürlich, als würdet ihr ein Konzert dirigieren. Ja. Yeah. Okay, aber finde ich bis jetzt irgendwie, also würdet ihr jetzt schon kaufen, Chat, von dem, was ihr jetzt gesehen habt? Würdet ihr 3.500 Euro aufladen? Dann bleibt halt noch die Nachrichten-App. Die ist so pur erstmal nichts Spannendes. Denn spannender ist das damit verknüpfte Feature namens Persona. Euer digitales Abbild, damit ihr als Brille im Gesicht mit anderen Menschen weiterhin so kommunizieren könnt, als hättet ihr nichts im Gesicht. Dazu scannt euch die Brille einmal und fertig. Aber dieses Echtzeit-Avatar ist unterm Strich schon eine starke Nummer. Das, was alle Sensoren in Echtzeit umsetzen. Junge, ist einfach VTuber geworden. Stegi schreibt mit. Okay, also kurzer Zwischencheck. Ist die Vision Pro schwer? Nö. Wird sie heiß? Nö, und nach einer Stunde noch etwa 50% Akku. Aber Akkulaufzeit ist halt, naja, kommt drauf an, was ihr macht. Okay, aber cool. Wofür kauft man das Ding jetzt? Porn? Ja, aber es ist crazy, stell dir mal vor, es ist zwar jetzt noch nicht krass, ich finde, also für 300.000 Euro ist es ehrlich gesagt ziemlich shit, finde ich, aber für, stell dir mal vor, in, keine Ahnung, in 5 bis 10 Jahren, was da noch alles kommen wird, ist krank, Alter. Also wir leben definitiv in der, glaube ich, spannendsten Zeit, Alter. Wenn ihr gerade lebt, dann könnt ihr euch mal auf die Schulter klopfen, dass ihr nicht irgendwie in der industriellen Revolution oder im Mittelalter geboren worden seid, weil das ist schon echt eine geilere Zeit hier. Oh, und könntet ihr euch mit der Brille bei Dunkelheit zurechtfinden? Ja, doch, das geht. Auch wenn das Bild deutlich schlechter wird. Und, naja, macht sich irgendwie auch gut als Halloween-Kostüm. Creepy. Wie funktioniert, also ich habe es nicht ganz verstanden, sind die Gläser durchsichtig und man kann da durchschauen? Oder filmen die quasi, was man sieht und zeigen es einem wieder? Das sind echt Bildschirme, die filmen und zeigen es mir wieder. Was ist, wenn die jetzt was filmen und mir zeigen, die dann aber irgendwie 5 cm verschissen haben? Und dann setze ich mich hin und ich setze mich irgendwie neben den Stuhl oder so. Kann das passieren? So ein typisches mit Händen zur Musik Dinge machen Spiel und oh, Fruit Ninja. Ja, das wäre so mein Benchmark hier aktuell. Mit den Händen im Raum schnetzeln. Das ist irgendwie nice. Sieht nur absolut strange aus, wenn Dinge in der Brille hinter etwas sein sollten, aber ständig davor zu sehen sind. Was nützt all die fancy Technik, wenn Entwickler das scheinbar nicht mit berücksichtigen? Oder würde das die Brille doch nicht können? Und dann gäbe es da noch Entspannungsspiele bzw. Geschicklichkeitsspiele, die mir ganz gut klar machten, wie feinfühlig ich mit der Vision Pro umgehen kann. Ihr könnt Schach ist geil. Ich glaube, Schach gegen andere Leute, die gar nicht da sind, könnte überfunny sein. Das ist bis jetzt meine Lieblingsanwendung für 3.500 Euro. Ach ja, und kann ich mit der Brille auch herumeiern? Also, ich habe es mal in einer Gondelbahn ausprobiert und egal ob mit oder ohne Travel Mode, die Brille verhielt sich jeweils anders schlimm. Hat nichts geklappt. Und auch dumm, seid ihr bereits in Bewegung, lässt sich auch nicht sozusagen nachträglich der Travel Mode einschalten. Auch das Herumlatschen zu Fuß funktioniert weder ohne noch mit Travel Mode. Alle Fenster bzw. Apps springen nur so durch die Gegend. Deswegen kann ich aus meiner Erfahrung zumindest aktuell solche Videos hier nur als Clickbait abstempeln. Vielleicht bin ich aber auch nur ein Opfer von Bugs, denn bugfrei ist hier alles in Gänze eh nicht. Wofür wäre wirklich krass VR? Ich habe noch nicht ganz verstanden, was noch kommen könnte. Einfach nur Pornos kann es ja nicht sein. Also ich weiß, ihr schreibt mir mal Pornos, weil es witzig ist. Es muss ja noch was anderes geben. Der Sinn von so einer Brille kann ja nicht nur Porn sein, Alter. Gaming. Ja, aber Gaming ist auch, glaube ich, voll stressig mit so einer Brille. Chirurgie, Firmen, Industrieanlagen, Rundgänge. Aber das ist ja alles überspeziell. Das sind ja keine Sachen, die sich dann einen Endverbraucher kauft. Sowas wird ja nicht entwickelt, nur dass es nachher irgendwie von 5 Firmen gekauft wird oder so. Ich glaube, es wird sich eher im Spezifischen durchsetzen, mehr als im Entertainment-Mainstream. Ich glaube auch. What is this thing that I'm holding? Literally. Das sieht so fucking goofy aus, ne? Can you put windows up now if you want to? Yeah, so like I can put a window up now, yeah. But when I start walking, they like go away. They fade away. Yeah. An old toilet. I found the restroom. And a bunch of random wooden poles. Okay, das ist vielleicht wirklich geil. Ich warte irgendwo und dann chill ich mich hin und mache ein Video an. Ich muss nicht irgendwie mein Handy halten oder irgendwie meinen Kopf nach unten biegen, irgendwie Kopfhörer aufsetzen oder so. Hier sehe ich die erste Nutzung, die ich wirklich benutzen würde, ne? Ja, aber Schaukommunikation in der Öffentlichkeit. Was meinst du mit Schaukommunikation in der Öffentlichkeit? Ist nicht so, als ob er am Handy ist, sie am Handy ist, er am Handy, sie am Handy. Also es hat ja eh jeder sein scheiß Handy da an. Super Island. But first, we're gonna head over to... Wow, da wird's mich legen, Alter. Da wird's mich 10 von 10 legen, wenn ich so da durchlaufe. Super Island. First, we're gonna head over to... Worüber kommt der Ton? Ich glaube, da sind Lautsprecher verbaut, die dann so nach unten schallen. Ich bin mir nicht sicher. People, they gaslight you into thinking. So, if you're moving a lot while you're moving, this thing comes up that says tracking fail. So it doesn't track if you're moving a lot. It says nothing for the sensors to like lock onto. It doesn't know where to put stuff.
but standing at a subway stop watching a Mr. Beast video is a pretty special. It's a pretty special experience. Ja, jetzt finde ich schon wieder scheiße, Leute. Jetzt kann ich nicht mal, wenn ich in der U-Bahn sitze, irgendwas schauen. Leute trauen sich kaum noch teure Uhren zu tragen, aus Angst gerobbt zu werden. Was glaubst du, wie viele diese scheiß teure Brille gerobbt wird? Ich glaube nicht, dass das Problem sein wird. Ja, du kannst die dann nicht entsperren. Stimmt, die sind ja so mit so Augensicherung gemacht, ne? Aber wahrscheinlich kann man die auch tracken und alles. Also ich glaube, eine Uhr ist deutlich leichter zu klauen als eine Apple Vision Pro. Boah, man muss aber auch Vertrauen reinhaben, ne? Vor allem an so einer Subway Station. Wenn das Ding irgendwie dann doch mal einen Fehler hat und dann irgendwie anzeigt, dass du noch einen Schritt weiter gehen kannst, aber du kannst gar nicht einen Schritt weiter gehen und dann läufst du irgendwie auf die Gleise drauf oder so. Ja, oder das Ding geht einfach aus. Was ist, wenn die einfach ausfallen, die Kameras? Ich sitze so im Auto mit der Brille auf und auf einmal wird die schwarz. Einfach blind oder was? The idea of spatial computing, it doesn't make sense to me when I'm sitting in my office. I've got multiple screens. But right now I'm like in the city. I'm in the middle of Times Square. I've got my virtual keyboard here. I've got Apple TV there. I got YouTube Safari's open here. And it all kind of works. Jetzt aber kein Scheiß, es ist, glaube ich, also wenn du das Ding wirklich benutzen kannst zum Arbeiten auch. Ich glaube, so für Work and Travel ist es halt wirklich fresh, oder? Stimmt, du kannst dir endlich Pornos einfach anschauen und dass die Leute sehen, dass du dir Pornos anschaust. Die sehen das ja gar nicht, die raffen das ja gar nicht. Erfahrungsberichte sagen, dass es zum Arbeiten so anstrengend ist und die lieber mit dem Laptop arbeiten. Ja noch, du hast mit dem Laptop nur einen Bildschirm. Also ich finde Arbeit mit einem Bildschirm richtig nervig. Dann kauf dir mehr und wie transportierst du die alle? Okay, easily. My favorite feature is connecting to your Mac, right? So anytime your Mac is in front of you and it's turned on, hit that arrow, and then there's this little icon to become my Mac's virtual display. So I click that and then pick my Mac, and it pretty much instantly, it actually blacks out the display of my Mac and then turns that display into a 4K window inside of the headset. So now my keyboard and trackpad still work. Even if it is a desktop, the keyboard and the trackpad still control everything, and you can continue using it just like a normal computer, but with the ability to make your new 4K monitor what? As big or as small or close or far away as you want, which is super sick. And then the bonus is, you can still open up and place other Vision Pro apps around your Mac computer. So like you can have your Mac in the middle here, and maybe you're editing or doing some work on the Mac app, and then you have a Safari window or messages or whatever else you want right next to it, around it. And then your keyboard and trackpad can move seamlessly between them all to control all of them. Das ist wirklich krass. Das finde ich wirklich cool. Aber geht halt nur mit, wenn du im Apple-Ökosystem drin bist, ne? Also, odd limitation, one monitor only. From the Mac, one virtual monitor only at a time. So if you usually run like a dual display setup like I do for Final Cut Pro, big preview on one side, timeline on the other side, you can't do that. You have to use the big one monitor version. Wir haben mindestens 4 Videos zu der Brille gemacht. Ey, wenn ich ein Technik-YouTuber wäre und mein Content daraus bestehen würde, neue Sachen vorzustellen, dann würde ich aus der Brille 10 Videos machen, gefühlt. Ich habe, also das Ding ist halt, bei ihm refinanziert sich das easy. Ich will keine 3.500 Euro ausgeben, um damit ein Video zu machen. Glaubt ihr, ich könnte mir so ein Ding ausleihen für einen Tag und einfach einen Tag lang streamen mit der Apple Vision Pro auf dem Kopf? Boah, ich hätte jetzt gerne eine, um die auch mal einen Tag auszuprobieren. Ich will die auf gar keinen Fall kaufen. Ich muss mal fragen, ob die irgendwer hat zum Ausleihen. Aber Leute, wisst ihr, was ich gerne hätte? Euren Prime Sub. Könnt einfach hier unten drauf drücken und mir eure Prime Sub geben, bitte. Hallo Kevin, Freund. Willst du Wieland und mir helfen? Auf gar keinen Fall. Was macht ihr? Wir machen Rosins Restaurant-Logo auf Places. Er hat einfach aufgelegt, der Bastard, Alter.